Jägermeisterorden verliehen bekommen. Start of it.
Bitte einen Riesenapplaus für unser Brautpaar. Liebes Publikum, erstmalig eine kaiserliche Hochzeit, ein kleiner, großer Applaus für unseren Kaiser, Gerhardus den Ersten. Der Ossi hat es schon vorweggenommen, nachdem unser Pfarrer zum Papst aufgestiegen ist in ganz kurzer Zeit, haben wir das Glück und die Ehre, dass der Kaiser in St. Margarethen weilt und diese Hochzeit persönlich vornehmen will. Ich bitte das Brautpaar mit den Beiständen, den Herrn Dino und den Herrn Bernd, bitte auf die Bühne zu kommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Mitbürger aus St. Margarethen und ganz Raptolen, ich auch aus als euer Kaiser möchte ich euch recht herzlich hier zum 7. Blochzug und zur Trauung hier in St. Margarethen recht herzlich begrüßen. So kurz zum Brautpaar. Die Kathi, sie studiert noch, sie ist eine gescheite Frau. Der Martin, wie man sieht, ist schon ausgewachsen. Das ist kein Zwergestein. Ja. Und Majestät muss wissen, dieses Brautpaar ist nicht aus eigenen freien Stücken hier, sondern nein, weil in der Faschingszeit hat es in St. Margarethen leider keine Hochzeit gegeben und dann wurden sie einfach bestimmt, Majestät. Da schau her, keine Hochzeit gegeben, aber nur für die Faschingszeit werden diese beiden netten Herrschaften verheiratet. Ja, wie so ein fisches Badl, nicht wahr, Majestät, aber oder? Wenn diese Ehe so kurz noch andauert, dann hätte ich mich schon ein paar Mal verheiraten lassen. Ja. Majestät, ich kann versprechen, diese Ehe wird mit Anfang des Aschermittwochs wieder gelöst. Also, liebe Katharina, bei mir ist dir das eingefallen, dass du diesen Herrn lieben Martin zu deinem Mann nehmen wirst und tust. Naja, dem Willen des Kaisers darf man einfach nicht widersprechen. Ich gehorche. Wunderbar. Ein anständiges Mädchen, nicht wahr? Hoffentlich hast du Freude mit ihm. Lieber Martin. Ja, bitte. Was ist dir in den Sinn gekommen, diese nette und charmante Frau, die Katharina, zu deiner Frau zu nehmen? Es wurde befohlen. Wer hat das befohlen? Seifenstein, du? Nein, unermessliche Liebe. Er hat nur das falsche Wort mal gewählt. Unermessliche Liebe. Ach so, okay. Also seid ihr wirklich jetzt willig, diese Ehe einzugehen, die nächsten 5 Tage? Ist ja nicht so hart, erst 5 Tage. Das sind einmal ich sie um, einmal ich sie unten und einmal ich sie um. Das wird schon gehen, nicht wahr? Werdet ihr schon einig werden? Na bitte. Was hat er gesagt? Wie der Kaiser immer sagt, man muss ja immer ein bisschen brav sein. Ja, doch, schon recht. Aber erst nachher. So, liebe Katharina, bist du hierher gekommen im vollsten Bewusstsein und Wissens, dass du deinen zukünftigen Ehegatten, Faschings-Ehegatten, zum Mann nimmst? Dann sage ja. Ja. Sehr gut. Lieber Martin, gestandener Steirer, da komme ich fast nicht auf mit dem Regen, da gingen die Stirn aus. Bist du hierher gekommen, um deine charmante, liebe Katharina zu deiner Faschingsfrau zu nehmen und Ehefrau, Faschings-Ehefrau zu nehmen, dann sage ich ja. Ja. Das war sehr deutlich, Dankeschön.
Hiermit möchte ich dieses Brautpaar zu Mann und Frau gratulieren. Bitte einen Hochzeitskuss. Majestät, kurz ein Einwand. Nachdem der Papst hier anwesend ist, wäre doch schön, wenn wir noch den päpstlichen Segen bekommen würden. Ja, unbedingt. Ich möchte bitte den Papst auf die Bühne bitten. Ein Applaus, bitte. So, herzlichen Dank. Entsprechend der Conditio Humana Carnivalis, der menschlichen Bedingung im Fasching, erkläre ich diese kurzfristige Ehe für gültig. Das passt, das habt ihr richtig gemacht. Ich wünsche euch alles Gute für die paar Tage. Applaus bitte, Applaus. So, jetzt ist der Segen perfekt. Das gilt jetzt bis Aschermittwoch. Ja, singen wir ein Prosit miteinander. Nicht wollen wir noch zu trinken, aber 1, 2, 3. Ein Prosit, ein Prosit, der Gemütlichkeit. Ein Prosit, der Gemütlichkeit. Das Brautpaar, es lebe, es lebe, es lebe. Sie leben dreimal hoch, sie schauen dem Fürsten gleich bei uns in Österreich. Das Brautpaar ist lebe! Es lebe! Es lebe! Dankeschön, weiterhin gute Unterhaltung und noch einen schönen, unterhaltsamen Abend.